Willkommen zum dritten Video unserer Serie Rückenschmerzen im Büro. Heute gehen wir die vordere Oberschenkelmuskulatur an, den Quadrizeps sowie den Hüftbeuger. Und wir rollen das Ganze dann schön dann mit der Rolle ab. Dazu nehmen wir wieder unsere Faszienrolle. Ich nehme die Holzrolle von Corpus Motum. Den Ball tun wir dabei weg. Den brauchen wir vielleicht später noch. Das riecht man schon mal her. Und dazu gehen wir in den Unterarmstütz oder legen uns einmal am Bauch hin. Wir platzieren die Rolle dann so einfach am Oberschenkel und rollen dann einfach mal zuerst einmal nur mal so den ganzen Oberschenkel einmal ab und suchen Punkte, die uns wehtun. Also wenn du da Punkte dann findest, die wehtun, auf die können wir dann ein bisschen länger oben bleiben. Es muss nicht so sein, dass wir gleich beim ersten Mal dann richtig so tief reingehen, sondern schaut wirklich, dass ihr weggestützt seid. Ihr liegt eigentlich auf der anderen Seite, also auf der Seite, die nicht unterlagert ist. Und dann geht es eben schön vorsichtig auf die Rolle drauf. Und dann rollt es einfach so einmal so die gewissen Punkte so ab. Also unten sind ein paar Punkte, die sehr unangenehm sind. In der Mitte des Oberschenkels sind meistens noch Punkte nach drinnen. Und dann rollen wir so in Richtung Hüfte hoch. Und wenn wir dann ein bisschen weiter oben sind, dann können wir dann aber auch gleich auf den Hüftbeuger drauf gehen. Es soll nicht wehtun, aber die Spannung dürfen wir ruhig so ein bisschen nach oben weiterbringen. Das gleiche machen wir dann auf der anderen Seite auch und dann bleiben wir aber auf dem Punkt drauf, der mehr zieht. Also ganz kurz rauf gehen. Am Anfang darf es so sein, dass der Schmerz kurz hoch geht und dann soll er wieder runter gehen. Jetzt habe ich dann am Anfang die Variante so gehabt, den Hüftbeuger, dass ich eben die Kante der Rolle genommen habe und dann da eben zwischen Nabel und Beckenknochen da so reingegangen bin. Das ist eher unangenehm, weil den Hüftbeuger haben wir alle ziemlich verspannt und verkürzt durch Sitzen im Büro. Und da dieser Hüftbeuger, der zieht dann auf die Lendenwirbelsäule und der zieht die Lendenwirbelsäule wieder nach vorne. Wem das zu unangenehm ist, mit der Rolle, der kann dann den Ball nehmen und dann einfach da eben dazwischen reingehen. Fühlt sich auch nicht viel besser an, aber es ist nicht so spitz wie die Kante der Rolle. Und da bleiben wir halt ein bisschen drauf. Mag ich eigentlich selbst auch nicht so ganz gern, aber ist dann halt auch notwendig teilweise. Eben vor der Oberschenkel mit der Rolle und dann können wir da zwischen Nabel und Becken kommen, da reingehen und dann schauen wir eben den Hüftbeuger so ein bisschen am Beckenkamm selbst erwischen. Um dann auch direkt dann auf die Wirbelsäule zu kommen, nehmen wir die Rolle so seitlich und dann schaut, dass ihr seitlich eben den Quadratus Lumborum heißt, der die seitliche Rückenbauchmuskel kriegt, dass wir den ein bisschen lockern, weil der spannt auch ganz gerne hinten zusammen und dann nochmal so die seitliche Rumpfmuskulatur auch noch durchgeknetet und wenn das ein bisschen locker lässt, dann hat man da hinten auch wieder bessere Bewegungsfreiheit. Ist auch nicht ganz angenehm, aber wieder schauen eben, dass wir im Stütz sind, dass wir jederzeit die Rolle rausziehen könnten und wenn das mit der Rolle eben nicht so gut geht, dann können wir da auch den Ball nehmen und den so seitlich so reindrücken. Ja, eben als Variante wieder eben Faszienrollen, die es eben im Sportgeschäft zu kaufen gibt, dann Tennisbälle, Nudelwolger, die zu Hause rumliegen. Wenn es zu hart ist, könntest du dann auch ein Handtuch rumtun und sonst eben unsere Rolle, die aus Zierde ist noch zusätzlich und super riecht auch noch. Das ist bei uns im Shop oder auch auf Amazon. Kurze Produktplatzierung nebenbei. Und wenn es dir spart, es tut einfach weh. Es ist nicht angenehm, aber es tut ein bisschen weh. Und danach soll aber das Ganze hinten wieder ein bisschen lockerer werden und dadurch sind wir noch bewegt. In Kombination mit den anderen Übungen, die wir dann beim anderen Video haben. Schaut eben aufs andere Video noch, abonnierst den Channel unten und dann kriegst du die Videos eh und dann haben wir die Hinterseite der Oberschenkel eben durchgerollt. Und dann haben wir Vorderseite, Hinterseite, Gesäß und dann könnt ihr natürlich weiter schauen, dass ihr die Brustwirbelsäule ein bisschen durchrollt. Direkt
auf die Lendenwirbelsäule selbst würde ich nicht gehen, weil da drückt man nur noch mehr rein. Bei unserer Rolle haben wir dann in der Mitte so eine Auskerbung, dass die Dornfortsätze nicht so eben beleidigt werden, weil da hat man auch den Druck auf die ganze Wirbelsäule bei den anderen Rollen und so, man wird ein bisschen Aussparung gemacht und dann kannst du die Brustwirbelsäule zumindest durchmobilisieren, die ist dann von einem Arbeitstag eh. Richtig schön belastet und wenn du das ein bisschen selbst massierst, dann hast du was Gutes getan auch noch. Das waren einmal diese passiven Anwendungen, wo wir uns selbst durchmassieren und selbst was Gutes tun. Und dann schauen wir beim nächsten Video noch einmal ins Büro, um die Bauchmuskeln im Büro zu trainieren. Bis bald beim nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, unten in den Kommentaren die Fragen einfach stellen. Wir werden sie so schnell wie möglich beantworten. Und sonst bis zum nächsten Video.